euch nur um. Gut, dass wir uns auf Lord Luciens Seite gestellt haben. Was er auch plant, Lil und ich sind bis ins Alter versorgt. Na dann. Los, Bewegung! Klar. Ey, schub's doch nicht. Ich bin mit Lil schon 13 Jahre zusammen und war immer treu. Würdet ihr sie kennen, wüsstet ihr warum. Ich heiße übrigens Bob. Was ist das für ein Lärm? Danke, Bob. Ich höre ihn nicht nur, ich fühle ihn. Es fühlt sich falsch an. Die haben jetzt alle, sind alle jetzt, also es hieß ja, die Gewinner des Hexenkessels werden was rekrutiert. Ist das hier? Ich so. War 6 Jahre in der Maurerlehre, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Wie ist das möglich? Und die? Eine Konstruktion des Alten Reichs. Wo kommt er jetzt wieder her? So, aber die, ich habe keine Ahnung. Die Welt außerhalb dieser Mauern. Ah. Ist eine faulige, stinkende Hülle. Ohne jede Vernunft. Statt Ordnung herrscht das Chaos. Das Chaos straft nicht das Böse und belohnt auch nicht das Gute. Das Chaos ist der Feind des Lebens und wir sollen uns damit abfinden. Ich erlaube mir zu widersprechen. Ihr steht im Zentrum eines Werkzeugs der Veränderung. Damit werde ich die Welt verändern. Mein Werk wird von bemerkenswerter Vollkommenheit sein. Ja, wenn du meinst. Doch mein Wille allein genügt nicht für diese gewaltige Aufgabe. Mhm. Nur durch eure Arbeit, eure Mühe und eure Überzeugung kann Albion endlich verändert werden. Okay. Fürchtet nicht das Geräusch, das ihr hört, das Pochen unter euren Füßen. Es wird euch bald so vertraut sein, wie euer eigener Herzschlag. Solange euer Herz schlägt, erwarte ich von euch nichts als Gehorsam. Los, schlaft jetzt. Alles klar. Mein Controller vibriert, by the way, die ganze Zeit in so einem Dings. Woche 1, ah ja. Ich werde jetzt bestimmt aufgeweckt, indem ich... Morgen, Made! Willkommen im Turm! Gefällt er euch? Denn ihr kommt hier nie mehr raus! Okay. Jetzt seid ihr in der Kaserne. Ihr werdet hier essen und schlafen. Und den Rest der Zeit macht ihr, was euch der Kommandant sagt. Okay. Ihr müsst den Abschaum überwachen, der hier am Bau beschäftigt ist. Und auch sonst ohne Widerrede tun, was euch der Kommandant sagt. Wenn ihr einen Befehl bekommt, befolgt ihn sofort. Was mich zu eurem neuen Schmuckstück bringt. Das Halsband ist Teil von Lord Luciens Gehorsamkeitsprogramm. Der Kommandant wird es euch erklären. Tut, was man euch sagt und nehmt das Halsband bloß nicht ab. Es wird euch nicht gelingen. Schon auf dem Versuch steht der Tod. Na denn. Und zwar kein besonders schneller und schmerzloser. Ach. Meldet euch beim Kommandanten. Na gut, dann gehen wir mal zum Kommandanten. Ich dachte, wir kriegen vom Kommandanten unsere Aufgaben. Also soll der Kommandant mir sagen, dass ich mich bei ihm melden soll. Klar. Arschloch. Ja. Ich find's so geil, wir haben uns auch freiwillig jetzt gemeldet. Also klar, dass wir jetzt... questtechnisch haben wir uns freiwillig gemeldet, aber wir haben ja Hexenkessel gewonnen und bekommen dann quasi die... Genau. Und bekommen ja dann das Angebot, ja, wir würden dich gerne rekrutieren. Das ist ja eigentlich eine freiwillige Entscheidung. Und da wirst du ja so kacke behandelt. Was ist, also das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ich meine, klar, du bist hier und dann, klar, ne, aber das war von Anfang an ja dieses, du bist auf dem, bis auf dem Schiff und kommst vom Schiff und direkt so wirst du angefolgt, Bob. Hey, ihr, wir sind doch zusammen angekommen. Habt ihr euch schon eingelebt? Naja. Unfassbar, dass ich schon Wachdienst schieben darf. Und das am ersten Tag. Die finden mich gut. Ach, Lil, wenn ihr mich so sehen könntet. Sie liebt Männer in Uniformen.
obwohl ihr die Maske auch nicht gefallen würde. Sie sehen schon einschüchternd aus, aber man bekommt keine Luft. Was für eine Maske eigentlich. Ha. Was ihr hier wollt, weiß ich nicht. Aber was ihr seid, es ist egal. An diesem Ort wird euch eure Macht nur schaden. Habt Geduld. Okay. Nur der Kommandant darf in seine Zelle. Aber er macht keine Schwierigkeiten. Na, wenn du meinst, ich muss zum Kommandanten. Schön ruhig und brav. Aber egal. Ich bin so beschäftigt, ich frage mich, wann ich meiner Familie schreiben kann. Vielleicht morgen. Wir sind immer zum Kommandanten. Dankeschön für den netten Plausch. Hallo. So. Moin. Ja. Moin, du bist Kommandant? Ja, du bist Mr. Mac-Kommandant. Schön. Hallo. Oh, du siehst wild aus. Ich bin der Kommandant. Ihr seid Rekruten 273. Die Nummer ist nicht willkürlich. Sie steht dafür, dass ich vor euch 272 Rekruten gebrochen habe. Ihr seid bloß das nächste Glied in der Kette. Na, wenn du meinst. Ihr seid hier, um den Wiederaufbau des Zackenturms zu überwachen und Lucien zu dienen, wie es ihm gefällt. Und meine Aufgabe ist es, dass Wachen wie ihr gehorchen. Ihr werdet tun, was ich verlange, ohne zu fragen. Wenn ihr nicht gehorcht, wird das Gerät an eurem Hals aktiviert. Dies wird keine schöne Erfahrung. Ihr verliert eure Willenskraft. Eure Erinnerungen und Erfahrungen verblassen. Das geht so, bis ihr euch fügt. Falls ihr meint, ihr könnt euch widersetzen, das glaubten so manche aus fehlgeleitetem Ehrgefühl. Ihr müsst entscheiden, ist euch eure Ehre wirklich so wichtig? Gehorcht oder widersetzt euch den Kommandanten? Okay. Ja, nee, also wahrscheinlich werden wir uns wieder ersetzen. Immer wenn ihr Befehle missachtet, entzieht, das hat Erfahrung. Die Folgen sind dauerhaft. Gut. Jetzt seht dorthin. Ja, machen wir doch erstmal. Der Turmbau dauert schon 10 Jahre. Und er wird noch viele weitere Jahre brauchen. Dieses Projekt übersteigt eure wildesten Träume. Doch unser Fortschritt ist kein Wunder. Er beruht auf Gehorsam. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Ich schlage euch jetzt und ihr dankt mir dafür. Weil ich es euch befehle. Na gut. RB. Nun, dankt mir. Gehorcht. Wir danken. Dankt mir für den Schmerz. Gehorcht. Wir halten das erstmal für. Nochmal, dankt mir. Gehorcht. Ja, wir müssen ja jetzt nicht unnötig. Hervorragend. Jetzt bettelt. Bettelt um Gnade. Ist euch das Prinzip klar? Oder nicht? Das Prinzip ist mir klar, aber. Ja, komm, wir betteln um Gnade. Gut, ihr lernt schnell. Das ist alles. So, wir werden uns. Das ändert ja jetzt erstmal nichts. Bevor er uns da jetzt irgendeinen Scheiß abzieht, habe ich da keinen Bock drauf. Das machen wir dann, wenn es irgendwie dazu kommt, wenn wir irgendwen schlagen sollen oder sowas, dann. Der nichts getan hat, also dass wir dann was sagen: Nö, fick dich. So, ganz einfach. Ich musste heute einen Rekruten für den Kommandanten foltern. Der arme Kerl sagte nur, dass er seine Familie vermisst. Puh, ich habe keine Familie. Mir war, als ob. Vielleicht das Halsband. Manchmal erschwert der Lärm das Denken. Ich merke das fast nicht mehr. Ist so vertraut wie mein Herzschlag.
ihr sollt euch bei den Baracken melden. Okay. Unterwegs, Sir. Ja, Mensch, Bob, du hast deine Familie jetzt schon verloren. 273, meldet euch im Straflager. Okay, warum? Warum eigentlich? Keine Lust eigentlich. Na gut, wo muss ich hin? Da lang. So. Hi, kann ich nochmal hier hin? Hab Geduld. Hier vergeht die Zeit anders. Dieser mächtige Ort ist nur ein Schatten dessen, was bevorsteht. Hört ihr das? Uns wird die Willenskraft entzogen. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Der Kommandant hat angedroht, mich tief ins Innere des Turms zu verlegen. Okay. Mit den anderen kann ich nicht reden, oder? Ne, das ist der einzige Interessante. Aber ist das auch der, zu dem wir wollen, oder? So. Gut. Moin. Essen! Hilfe! Still! Ah, da seid ihr ja. Ja. Bewacht diese Maden, bis ich zurück bin. Okay. Sie dürfen aber nichts essen, also haltet euch von der Steuerung fern, klar? Von der Steuerung, ja? Ich werde einen Happen essen. Leckeres Essen. Yum, yum. So, da zum Beispiel können wir jetzt aber sagen, jo. Das sehe ich als Herausforderung. Hier, guck mal. So, du kriegst schon mal ein bisschen Nahrung. Seid ihr auch in kein Essen? Wenn ihr nicht helft, sterbe ich. Gehorcht. Gebt den Gefangenen nichts. Wir sind am Verhungern. So, die Frage ist, verliere ich dadurch auch Level, die ich habe? Fertigkeiten. So. Oder sind das nur die ich gerade aktuell habe? Also kann ich dadurch Leben, XP verlieren, die ich schon ausgedingstet habe? Oder ist das... Das weiß ich halt nicht. Weil sonst würde ich einfach mal schnell meinen... Das, was ich halt gerade habe. Zoom. Präzision. Den Schaden. Und Schnelligkeit. Wir können... Ne, es ist zu schnell, ne? Komm, das holen wir uns nochmal schnell. Ist enorm gestiegen. Wir haben noch 36.000. Hier können wir nochmal 18.000. Das machen wir auch noch. Let's go. Dann können wir zoomen. Und dann haben wir noch 11.000. Das bringt gar nichts. Wir können sonst hier mal gucken, ob wir irgendwas haben. Zeitkontrolle kostet zu viel. Hier haben wir 12.000. Wobei, das könnten wir sogar. Schon, weil wir 37.000 haben. Inferno und Tote erwecken. 18.000. Ich glaube, Tote erwecken mache ich eher. Dann haben wir jetzt noch 19.000. Inferno können wir auch noch mitnehmen. So. Dann kann er uns gar nicht mehr so viel... So. Ja, mir egal. Du kriegst jetzt hier was. Und Kontrolle über die Windskraft wird stärker. Zauber wird niedriger. Schlüpfer sind jetzt mächtiger Zauber. Ne? Ja, schneller. Ja. Es ist verboten, sie zu verteidigen. Mir egal. Deswegen helfe ich ja. Gar kein Problem. Gehorcht. Sie sollen kein Essen bekommen. Ja, entspann dich. Oh, wir haben drei Leuten Essen geben können. Woche 137. Naja, schade. Ich wollte allen helfen, aber ging nicht. Na dann, mir doch egal. Bastard. Hier sind keine Hebel, an denen ich ziehen kann. Na, ist er wieder hier? Noch hier? Der Kommandant hat recht, ihn einzustürfen. Ihr seid bestimmt gefährlich. Machen sie nicht. Hey, was tut ihr da drin, ihr Verrückter? Der Typ ist irre. Okay, danke dafür. Achso. Kann ich jetzt? Ne, ist nur eine Szene, die ich... Na gut, dann laufen wir da mal schnell hin und dann wird er uns anquatschen. Du warst nicht gehorsam, bla bla bla. Ist immer noch eine Szene? Ja. Ich wollte mal kurz... Ah, ich habe keine Gegenstände. Ich dachte, ich kann mich vielleicht...
Stärke. Guck mal, jetzt haben wir nur noch 900. Wie gesagt, bevor ich hier jetzt, wenn ich ihm ständig... Bevor ich ihm immer... Ne, wenn ich ihn immer... Ach, da steht er oben. Na, was willst du von mir, du Spacko? Ihr werdet gehorchen. Warum? Ich denke, ihr beiden kennt euch. Ruhe, Wache 268. Das ist ein Befehl. Er sagt doch gar nichts. 268. Mund soll halten. Alien verändert werden. Die nicht gehorchen, kann man zwingen. Die nicht gehorchen können, sind nutzlos. Nehmt dieses Schwert. Okay. Meistersäbel, Meisterentersäbel, cool. Ja, benutzen. Gehorcht, ihr sollt am Bach uns los. Okay. Der Trottel ist hoffnungslos. Ich hab aus Versehen auch geschlagen. Euch rette 10 Sekunden. Nö, ich mach ich nicht. Ich lasse natürlich Gnade bei. Ihr sollt am Bach uns los. Eine Schwachstelle. Eure werde ich auch finden. Ich habe keine Schwachstelle. Guck mal, ich habe ihn geschlagen. Gut die Punkte. Ihr wollt also stark werden. Ihr sollt ihn töten. Na, guck mal, wir verlieren sogar Fertigkeiten. Aber das ist nicht so schlimm. Das waren jetzt auch nicht so teure Sachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt abhängig davon ist, wie viel... Ah, jetzt tötet er ihn. Oder versucht er uns zu töten, ich weiß es gar nicht genau. Bei unangenehmer Arbeit vergeht die Zeit langsam. Im Turm verstrich eine Ewigkeit. Jeden Tag wuchsen die schwarzen Mauern an. Ihre Schatten wurden schwärzer und die Taten in ihrem Schutz... immer finsterer. Jahre vergingen, die Mission schien immer unmöglicher. Lucien blieb hinter dem weißen Licht, Garth versteckte sich, andere wie der Kommandant tauchten auf, ein jeder so brutal und mächtig wie der erste. Die Gedanken an Freiheit oder die Außenwelt verschwanden. Mhm. Garth, ja, der war das, den wir... quasi uns. Ich weiß gar nicht, ob das eben Garth war, der Typ, der mit uns da telepathisch anscheinend geredet hat. Ja. Viele Jahre später. Ach du Scheiße, ey. Neue Quest verfügbar, der Held des Willens. Haltet endlich die Klappe, sonst setzt's was. Offizier 27. Ah, oh, er wieder. Vor allem, ich bin jetzt Offizier? Ja, dann ist das wirklich Garth gewesen, weil der ist jetzt weg. La 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 la